So, Leute, ich bin Otto 6 und ich zeige euch heute ohne Kribbel, weil darum, wie man Pixelmon mit der neuen Forge, wie man Pixelmon für 1.6.2 mit Optifine installiert. Die Sache ist die, ihr werdet jetzt vielleicht wissen, Optifine ist nicht mit dem neuesten Forge und damit auch nicht mit dem neuesten Pixelmon kompatibel. Wenn man jetzt schon länger eine Welt hat in Pixelmon und die endlich mal wieder spielen möchte, halt in der neuen Minecraft-Version mit neuen Funktionen, dann möchte man vielleicht auch Optifine benutzen, denn schließlich ist Optifine das Beste, was Leuten mit relativ schwachen Computern passieren kann. Sogar ich habe einen relativ bis total grausamen Computer. Naja, es gibt halt einen Weg, wie man Optifine teilweise, leider wirklich nur teilweise, mit dem neuen Pixelmon kompatibel macht. Ich werde euch den Weg zeigen und hinterher auch die Grenzen bzw. die Probleme erklären, die damit auftreten. Also, ihr braucht drei Sachen: das neueste Minecraft Forge, neueste Optifine-Version und die neueste Pixelmon-Version. Zusätzlich braucht ihr auch die neueste Minecraft-Version bzw. 1.6.2, was jetzt gerade das aktuellste ist. Wo ihr die Sachen herbekommt, die Links findet ihr in der Beschreibung. Ich kann ja mal ganz kurz hier, ich weiß gar nicht, was ihr jetzt seht, aber hier optifine.net bekommt ihr die Downloads für Optifine. Minecraft Forge, da hier seht ihr den Installer. Den müsst ihr euch runterladen. Für Minecraft 1.6.2 auf minecraftforge.net. Pixelmon, da braucht ihr diesen Download hier. Und ihr braucht dafür auch, nicht unbedingt, aber ist es eindeutig hilfreich, den Magic Launcher unter magiclauncher.com. Ja, wenn ihr all die Sachen habt, ich habe den Magic Launcher jetzt hier in meiner Hotbar, dann fangt ihr an, indem ihr Forge installiert. Klickt auf. Ich habe jetzt die Versionsnummer rausgenommen. Es sollte einfach klar sein, dass es immer die neueste Forge-Version, ja, wichtig ist bzw. hilfreich. Ihr geht dann auf Install Client und okay, bei mir ist es schon installiert. Dann installiert ihr das für euch. Dann entpackt ihr euer Pixelmon. Hier entpacken. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Mein Computer ist nämlich ein ganz schlauer und super intelligenter und super neuer und total geil und so, yeah! Nee, irgendwie gar nicht. Das ist traurig. So, macht's Bing. Passiert gar nichts. Oh, da sind sie ja. So. Was ihr nun tut, ist, hier habe ich meinen Punkt Minecraft-Ordner. Ihr tut euren Database-Ordner, also dieser Database-Ordner, der in Pixelmon 2.3.1 ist, den zieht ihr einfach in Punkt Minecraft rein, den habe ich hier auch drin. Hier. Und den Mods-Ordner, je nachdem, ob ihr den Mods-Ordner schon durch Forge vorher hattet. Ich habe hier die ganzen Mods drin, die ich brauche. Solltet ihr den Inhalt aus dem Mods-Ordner entweder in den bestehenden Mods-Ordner reintun oder wenn der Mods-Ordner nicht entstanden ist, den Mods-Ordner erstellen. Der wird aber durch Forge, also sobald ihr Forge installiert habt und Minecraft gestartet habt, wird der automatisch erstellt. So, das wäre es für den Anfang. Jetzt habt ihr im Prinzip Forge und Optifine schon installiert und könnt es theoretisch schon spielen. Forge und Pixelmon, tut mir leid. Das Problem dabei ist jetzt, ihr habt einen schlechten Computer. Ich meine, Pixelmon das Spiel, also Pixelmon der Mod, ist an sich 80 Megabyte groß und schon größer als Minecraft selber. Und somit ist das Ganze eine Belastung für so manche Computer, die gerade mal mit Minecraft klarkommen oder generell, wenn es laggt, egal was los ist. Man kennt das bestimmt. Man will einfach mehr FPS haben. Also FPS sind Frames per Second im Spiel. Das ist halt wichtig, um euer Spielerlebnis zu verbessern. Ich meine, generell ist es so, dass ich glaube, das menschliche Auge ist in der Lage, be bewegende Bilder ab 27 FPS, also dass Bilder, die nacheinander abgespielt werden,
ab 27 FPS nicht mehr vom FPS nicht mehr wirklich vom menschlichen Auge einzuteilen sind, sondern dann fließend aussehen. Ja, irgendwie so war das. Kann ich jetzt nicht genau wieder hervorrufen aus meinem Köpfchen, aber ja, ich hoffe, es ist klar, was verstanden. Egal, Optifine, mein Gott, was sollte los? Optifine wiederum sorgt dafür, dass ihr das Maximum an Leistung aus eurem Computer rausholen könnt, um Minecraft zu spielen. Das heißt, ihr habt Einstellungen, mit denen ihr das Spiel anpassen könnt. Ihr könnt zum Beispiel Multicore Chunk Loading und sowas einstellen, was im Endeffekt die FPS verbessert. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr einen schlechten Computer habt, gewisse Effekte ausstellen und somit dem Spiel mehr Arbeitsplatz und alles für die wichtigeren Teile geben. Und ja, da wiederum ist das Problem, wenn wir Optifine so mit Pixelmon und Forge installieren würden, wird Minecraft crashen. Das wollen wir nicht. Also installieren wir Optifine anders, wodurch wiederum, dadurch müssen wir mit einer bestimmten Variable gewisse Funktionen von Optifine bzw. Forge deaktivieren, wodurch Pixelmon leidet, denn seit 1.5.2 Pixelmon das Feature von den Moossteinen und Eissteinen hier drin sind. Und die sind wiederum nicht mit Forge kompatibel. Das heißt, Minecraft crasht, wenn ihr einen Chunk ladet, in dem ein solches Item, eine solche ID vorkommt, also diese Steine. Das ist das Problem, das ihr habt, wenn ihr jetzt eine alte Welt habt, auf der ihr halt spielen wollt, wie ich schon erwähnt habe, dann macht das alles nichts aus, denn solange keine Steine da sind, gibt es auch keine Crashs. Also, ihr nehmt dann, wenn ihr wirklich Pixelmon, Forge und Optifine in der 1.6.2 miteinander installieren wollt und keine Angst vor Crashes habt, denn wenn es crasht, dann ist es ewig gecrashed, kommt ihr auch nicht mehr wieder rein, solange ihr halt diesen Steingerät oder eine alte Welt habt. Ihr startet Minecraft, den Magic Launcher, was jetzt etwas dauern könnte, mein Computer ist wie gesagt ganz schön kacke. Nano. Ja, das ist doch wichtig. Hallo. So, ich habe hier so eine Pixelmon-Einstellung im Magic Launcher gemacht. Ihr geht einfach auf Setup. Erstellt ein neues Profil. Neues Profil. Nennen wir es jetzt Kribodus MC Pixelmon. Copy from Default macht ihr das so. So, dann habe ich jetzt hier halt mein neues Profil. Ich benutze die Minecraft-Jar und zwar die Forge-Jar, die ich bereits installiert habe mit dem automatischen Installer. Dann wähle ich hier zum Beispiel, habe ich jetzt mehrere Mods, aber halt der Pixelmon-Mod muss halt aktiviert sein, damit der auch mit reingeladen wird. Das ist jetzt alles ganz normal. So würdet ihr jetzt wenn ihr jetzt OK drückt und Login, dann würdet ihr so ganz einfach das Minecraft starten ohne Pixelmon, wenn nicht das hier wäre. Optifine. Ich habe jetzt noch eine ältere Version drin. Dann müsst ihr halt auf Add gehen. Ja. Und dann wählt ihr euren Ordner aus, wo ihr Optifine gespeichert habt. Fügt Optifine hinzu. Ganz normal, dann ist es hier gecheckt. So, würdet ihr es jetzt starten, bekämmt ihr einen Crash. Dann müsst ihr noch in Advanced gehen. Und hier diese Variable hinzufügen. Genau die hier. Da. Die hier. Bei Parameters, also Parameter. Und dann drückt ihr OK. Und drückt Login. Und ja, das könnte jetzt absolut nicht wirklich drauf sein, aber ich werde es euch mal zeigen. Ich bin wieder da, wenn es gestartet hat. So, Minecraft 1.6.2 startet, 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 startet. Da, da, da. Das kann jetzt auch wieder ein bisschen dauern.
Tut mir leid, dass ich eure Zeit so in Anspruch nehme. Ah. So, hier haben wir es. Minecraft 1.6.2, Minecraft Forge 9.1, 9.10.0.792. Optifine ist hier drin. 8 Mods geladen. Da haben wir Pixelmon. Also Optifine 1.6.2 und Pixelmon. Und ich werde jetzt einfach mal so eine neue Welt machen. Lol, 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 Kribbel zum See. Ja, wow. Ja. TMC, lol, lol, XD, Roffel, YOLO, ich, I hate Hipsters, lol. Oh. Und ja. Ja, lade. Wenn ihr euch fragt, warum hier keine Hintergrundmusik und kein Intro und kein Outro drin ist, das liegt daran, dass ich Scheiß PC habe. Und die Intro und das Outro nicht habe. Und kein Programm habe, mit dem ich das zusammenschneiden könnte und in irgendeiner gewissen Weise auch noch in einer vernünftigen Zeit rendern könnte. Beziehungsweise, ja, das ist schon genug. Ja, hier seht ihr. Ich kann hier wunderbar irgendwas auswählen. Ich nehme mal hier mal Squirtle. Shiggy. Shiggy. Oh, Shiggy. Und da seht ihr es. Optifine ist drin. Und Shiggy ist drin. Und ich kann hier rumlaufen. Und es laggt fast gar nicht. Und so, ich habe bestimmt 4 FPS. Unser. Wow, 8! Weil ich gerade aufnehme, wie gesagt. Wenn ich nicht aufnehme, schaffe ich auch mal so 60 durch. Dings da. Hier, ich habe auch den coolen Zoom, falls ihr überhaupt irgendwas erkennen könnt. Wow. Eieiei. Wow, ich kann voll Minecraft aufnehmen und so. Yeah. Juhu, okay, das war's. Ja. Ich denke, ich habe gezeigt, wie es funktioniert. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Schreibt einfach in die Kommentare. Wenn euch das geholfen hat, könnt ihr ein Like hinterlassen. Wenn euch irgendwas gefehlt hat, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, ich mache nicht so oft alleine Videos und jetzt gerade auch ein bisschen komisch, weil ich hier immer so drauf achten muss, dass alles klappt. Sagt mir, was ich falsch gemacht habe, was ich verbessern kann. Wenn Kribbel im C euch gefällt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Und wir haben auch Twitter. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen, uns followen. Wir haben, glaube ich, erst 0 Follower. Oder einen so einen Follower von irgendwo aus Afghanistan. Ja, wir werden da wahrscheinlich aktiver werden, falls sich da mal jemand meldet, sich so uns followt und sich so ein bisschen Deutsch lernt und wie irgendwie so, weil ich momentan irgendwie sprachlich ein bisschen. Na? Bye! Das war Kribbel des MC.